Hallo zusammen, ich bin Till Sugab und ich freue mich schon riesig auf den Functional Training Summit von Perform Better in München. Jetzt schon zum fünften Mal bin ich dabei und es wird von Jahr zu Jahr besser. Ich freue mich vor allen Dingen auf die vielen großartigen Referenten, darauf, dass ich wieder viel von den Referenten, aber auch von den Teilnehmern lernen kann und dass ich mich vor Ort natürlich mit den Kollegen und Kolleginnen untereinander austauschen, vernetzen und auch da wieder viel lernen kann. Das heißt, ein großes Miteinander, alle können lernen und sich weiterentwickeln, um einfach noch erfolgreicher dann zu starten im Beruf oder vielleicht auch im privaten Leben. Man nimmt ja auch viel für sich privat mit. Ich werde dieses Jahr zwei Beiträge beisteuern. Und zwar das eine sind Partnerspiele im Gruppentraining. Das Functional Training wird teilweise ein bisschen zu strukturiert durchgeführt, beziehungsweise einige, die machen das Ganze zu funktionell und es kann der Spaß dabei verloren gehen. Im Gruppentraining, funktionellen Gruppentraining oder Functional Group Training, Personal Group Training, wie auch immer man es nennen möchte, da kann man natürlich einiges machen, um die Gruppendynamik zu nutzen. Und Partnerspiele, die bieten sich hier an, einfach mal, um sich auch von anderen abzuheben. Die Klientenbindung ist größer, denn wenn man ab und zu Spiele einbaut, Spiele machen Spaß, Spiele bringen Effekte und wer Spaß beim Training hat, der kommt gerne wieder. Und da werden wir einfach verschiedene Spielformen anbieten, die man mit Partner oder mit mehreren zusammen durchführen kann, um einfach das Training, vor allen Dingen in der Gruppe, noch mehr aufzupeppen, gleichzeitig natürlich gute Trainingseffekte zu erzielen und die Klientenbindung zu erhöhen. Im zweiten Teil werde ich grundlegende Bewegungsmuster etwas anders darstellen, und zwar eher spielerisch. Das heißt, wir machen da nicht direkt Spiele, sondern wir gucken, dass wir so eine Art Spielplatz für Erwachsene aufbauen, denn das Spielen ist uns ja verloren gegangen und wir müssen nicht strukturiert immer jedes einzelne Gelenk oder jede Bewegung gezielt durchführen, jetzt machen wir das, sondern wir können viele Bewegungsmuster, die in uns stecken, auch spielerisch natürlich wiedererlernen, neu erlernen. Wie die kleinen Kinder, die durch den Wald toben oder über einen Spielplatz rasen, da werden wir diverse Korrekturübungen, grundlegende Bewegungsmuster einbauen und so, dass man eigentlich spielerisch mit Spaß besser wird, beweglicher wird, stabiler wird, eine bessere Bewegungsfähigkeit, also Koordination bekommt, ein besseres Körpergefühl bekommt. Und das wende ich teilweise auch in meinen Trainings schon mit großen Erfolgen an. Es kommt sehr gut an und die Leute haben Spaß. Es kann natürlich auch sehr anstrengend gestaltet werden und man kann den Schwerpunkt auf verschiedene Bereiche legen. Man kann zum Beispiel mehr in den Beweglichkeitsbereich gehen, man kann mehr in den Stabilitätsbereich gehen, man kann natürlich auch mehr komplexe Bewegungsmuster wieder schulen. Also da werden wir vieles machen und dann auch verschiedene Schwierigkeitsgrade anbieten, sodass wir einen spaßigen Spielplatz für Erwachsene bieten, der dabei hilft, sich besser, effizienter bewegen zu können. Ich freue mich, vielleicht seid ihr ja dabei in meinen Kursen auch. Bis bald, wir sehen uns spätestens in München. Tschüss!